Titel meines Vortrags lautet Der Wald, eine Männerdomäne, historische Betrachtungen über eine traditions- und männergeprägte Organisationskultur. Ich möchte Ihnen heute anhand der Forstfrauengeschichte folgende Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zur Männerwelt Wald darstellen. Und zwar: Die exklusive Hoheit über die Zielsetzungen und Entscheidungen im Wald oblag bis ins 21. Jahrhundert hinein den Forstverwaltungen. Und das heißt nichts anderes als das Thema, wer entscheidet im Wald? Und das waren eben bis ins 21. Jahrhundert hinein eigentlich ausschließlich die Forstverwaltungen. Und diese Organisationen waren extrem konservative, von militärischen Werten geprägte Männerbünde mit einer ausgeprägten kollektiven Identität, die sich durch den Anspruch auf exklusive Fachkompetenz auszeichnete. Und das heißt wiederum nichts anderes, als dass das eine geschlossene Gesellschaft war, ein exklusiver Club, der sich über den Zeitverlauf hin auch von den gesellschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt hat. Weiterhin war es so, dass die Einmischung externer, also sogenannter forstfremder Akteure in den Hoheitsbereich dieser Forstverwaltungen bis ins 21. Jahrhundert hin nachdrücklich und erfolgreich abgewehrt worden ist. Und das Interessante ist, dass Frauen die erste Gruppe externer Akteure waren, die tatsächlich versucht haben, in diese Männerwelt Wald einzubrechen. Und das Ganze heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Frauen bis in die 1970er Jahre, wo sie in die Berufstätigkeit in den Forstverwaltungen eingestiegen sind, dass Frauen im Grunde bis dahin von den Zielsetzungen und Entscheidungen im Wald komplett ausgeschlossen worden sind. Dann ist es so, dass aufgrund des Wandels des Naturverständnisses ab circa den 1970er Jahren weitere externe Akteure auf den Plan treten, die ebenfalls diese Monopolstellung der Forstverwaltung in Frage stellen. Darüber werde ich später auch noch berichten. Und das hatte dann zur Folge, dass sich die Chancen und Perspektiven für Frauen im forstlichen Berufsfeld ganz neu eröffneten. Und im Grunde ist es so, anhand dieses Abwehrkampfes der Forstverwaltung, also diese externen Akteure, die Frauen versuchen, in die Männerwelt Wald einzubrechen, und die Forstverwaltungen führen einen gewissen Abwehrkampf. Und anhand der Darstellung dieses Sachverhalts wird diese traditions- und männergeprägte Organisationskultur sichtbar. Und das ist das, was ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen möchte. So. Ausgangspunkt Forstverwaltung. Wo entstanden denn diese exklusiven Clubs? Wann entstanden die? Das schauen wir uns als erstes an. Und ich finde dieses Bild, das stammt aus den 30er Jahren, schon ziemlich vielsagend über das Selbstverständnis dieser Forstpartie. Man sieht hier schön die militärisch anmutenden Uniformen. Da gab es dann auch entsprechende Abzeichen auf den Schulterklappen, silberne Eicheln, goldene Eicheln, also alles sehr militärnah. Schauen wir in die deutsche Forstgeschichte. Wo kommen die Forstverwaltungen her? Es war so, dass im frühen 19. Jahrhundert Holznot herrschte und man dann angefangen hat, eine geregelte Forstwirtschaft aufzubauen und im Zuge dessen auch sich diese Landesforstverwaltung als Organisation herausentwickelt haben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Staat damals eine Monopolstellung hatte, was die Bewirtschaftung des Waldes einging. Und was auch sehr bemerkenswert ist, dass diese Organisationen über Regimewechsel hinweg instituell eine Kontinuität aufgewiesen haben, die dann erst im 21. Jahrhundert überhaupt in Frage gestellt worden ist. Charakteristisch für diese Forstverwaltung war, dass sie im Bewusstsein agiert haben, den hoheitlichen Staat zu repräsentieren. Und da gibt es ein
eindringliches Beispiel. Zum Beispiel auf den Dörfern gab es die Dorfgrößen. Das waren der Polizist, das war der Pfarrer und der Lehrer. Und natürlich durfte der Förster da auch nicht fehlen. Die haben den hoheitlichen Staat repräsentiert. Und wenn Sie das Buch Die kleine Hexe kennen, da wird dann ganz gut dargestellt, wie der Förster agiert und wie er den hoheitlichen Staat repräsentiert. Das ist in diesem Kinderbuch ziemlich gut dargestellt. Weiterhin wurde das Tätigkeitsfeld monopolisiert durch ein berufsbezogenes Wissen und erworbene Berufsbefähigungsnachweise. Das heißt nichts anderes, dass das Monopol auch auf Fachwissen gründete. Und das bedeutet, das Berufsfeld hat sich professionalisiert. Und dann war es so, dass die Forstverwaltung natürlich das Arbeitgebermonopol innehatten. Die hatten wenige Stellenzahlen, viele Interessenten an dem Beruf und setzten die Zutrittsschranken entsprechend hoch. Das heißt, sie konnten sich ihre Bewerber aussuchen. Und die Forstverwaltungen reklamierten für sich die Gemeinwohlorientierung, was übersetzt nichts anderes hieß als: Wir wissen, was für den Wald gut ist, also ausschließlich wir wissen, was für den Wald gut ist, und wir wissen, was für die Gesellschaft gut ist im Wald. Und das auch besser als die Gesellschaft selbst. Und daraus ergab sich eine Identität der Forstleute als eine Elitegruppe mit ausgeprägtem Chorgeist. Und ich finde die Bilder, die ich hier zeige, sehr treffend. Wenn wir da schauen, da ist der Forstmeister mit seinen Söhnen, alle schön in Forstuniform, auch die Kinder. Und das ist, hat auch einen ernsten Hintergrund, weil die Forstpartie, da gab es sehr viele sogenannte Forstdynastien. Als Beispiel die Familie Steinhoff, die über 200 Jahre auf einem Forstamt saß und das Forstamt jeweils an den Sohn weitervererbt worden ist. In der Mitte sieht man den Förster hoch zu Ross, nochmal das Hoheitliche, sehr schön. Und auf der rechten Seite ein Bild, das fand ich auch sehr interessant, das stammt aus dem Jahr 1935 und nennt sich Betriebsappell im Eifelforstamt. Also hier sieht man wieder sehr stark die Nähe zum Militär und zu militärischen Werten. Ja, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, woher die Forstverwaltungen kommen und was die schon so an Werten und Normen mitgebracht haben. Wenden wir uns jetzt dem Thema zu: Einbruch in die Männerwelt Wald. Und das hier ist auch ein sehr schönes Bild. Da sieht man nämlich sehr gut darauf, wer hier der Boss ist und auch wer den Knochenjob macht. Und das ist auch sehr interessant. Es gibt diesen Mythos in der Forstwelt: Frauen sind körperlich zu schwach für die schwere Waldarbeit. Wenn wir uns jetzt mal die nächsten Bilder betrachten, habe ich ein kleines Portfolio zusammengestellt von 1483 bis in die 1983er Jahre. Dann sieht man die traditionelle Frauenrolle im Wald. Denn Frauen waren immer schon im Wald tätig. Und was war die traditionelle Frauenrolle im Wald? Das war schlecht bezahlte, niedrigste, schmutzigste und anstrengendste Arbeiten. In dem einen Bild von 1895 sieht man auch wieder so einen ganz am Rand, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, so einen Aufseher, der die Frauen beaufsichtigt und sich natürlich selbst die Finger nicht schmutzig macht. Was auch interessant war, dass die Frauen auch als Manövriermasse benutzt wurden. Nach dem Krieg gab es ja die Reparationshiebe und da mussten viele Flächen aufgeforstet werden. Und als diese Flächen aufgeforstet waren durch die Frauen, da brauchte man die Frauen ja nicht mehr. Und was hat man gemacht? Und das war ja in vielen anderen Bereichen ebenfalls der Fall. Man hat einfach die Arbeitsschutzbestimmungen aus der Kiste gezogen und gesagt: Waldarbeit, das ist viel zu anstrengend für Frauen. Die sollten nicht im Wald arbeiten. Und damit sind die Frauen dann auch wieder aus dem Wald und aus der Waldarbeit verschwunden. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt,
als sich Motorsägentechnik entwickelt hat, die die Waldarbeit ja eigentlich erleichterte. Nach und nach. Ja. So, das war jetzt die traditionelle Frauenrolle im Wald. Wie steht es denn um die klassischen Forstberufe? Und ich weiß jetzt nicht, ob alle Teilnehmer jetzt aus der Forstwelt kommen und das wissen, deswegen habe ich diese Grafik eingefügt. Da sieht man nochmal so die typische oder klassische Hierarchie in so einer Forstverwaltung. Da haben wir ganz unten die Forstwirte und Forstwirtinnen, die man landläufig als Waldarbeiter, Waldarbeiterinnen bezeichnet. Dann kommt der gehobene Dienst und das ist der typische klassische Förster, den Sie vielleicht aus dieser altbackenen Serie Forsthaus Fallgenau kennen. Und darüber kommt die Management-Ebene, der höhere Dienst. Und nun war es so, dass in den Stufen der Forstwirtin und im gehobenen Dienst Frauen sowohl in der Ausbildung als auch im Beruf erst ab den 1970er Jahren auftauchen. Und in der Management-Ebene, dem höheren Forstdienst, tauchen Frauen im Forststudium bereits ab 1939 auf. Im Beruf allerdings auch erst ab den 1970er Jahren. Und warum das so ist, das schauen wir uns gleich an. Das heißt, ich werde im Folgenden als erstes auf die Management-Ebene, den höheren Forstdienst, eingehen, weil wir da schon sehr früh Frauen in dem Forststudium finden. Zu der traditionellen Ausbildung für den höheren Forstdienst, das war immer zweigeteilt. Dazu gehörte einerseits das Universitätsstudium und andererseits ein verwaltungsinterner Teil der Ausbildung. Und das war ein Praktikum und das war das Referendariat bei der Landesforstverwaltung. Und das ist im Grunde heute gleich, bloß dass in manchen Landesforstverwaltungen heutzutage das Referendariat durch ein sogenanntes Trainee ersetzt wurde. Wenn man sich jetzt den ersten Teil des Universitätsstudiums anschaut, dann war der Zugang zu einem Studium für Frauen theoretisch, praktisch war das natürlich nicht oft der Fall, schon ab 1900 offen. Also jetzt nicht nur im Forstbereich, sondern auch in anderen Studiengängen. Oder da tauchen auch die ersten Frauen in den Studiengängen auf. Im Forstbereich haben wir 1921 die erste Frau als Gasthörerin an der Fakultät Eberswalde gefunden. 1923 die erste Frau, man merke auf, als Forststudent und dann noch zweiter Ordnung in Tharandt. Die war schon richtig immatrikuliert. Und dann wird es spannend, denn 1939 bis 1945 haben wir über 30 Forststudentinnen in Hanmünden gefunden. Und da hatten wir ein großes Glück, denn wir haben einige dieser Frauen tatsächlich finden können und auch interviewen können und konnten dadurch rekonstruieren, warum diese Frauen zu dem frühen Zeitpunkt in Hanmünden studiert haben. 1939 bis 1945 war natürlich eine Sondersituation. Das sieht man schon an den Jahreszahlen, Zeit des Nationalsozialismus, Kriegszeit. Und den ersten Eintrag von zwei Forststudentinnen finden wir 1939 und die haben sich in das Album der Königlichen Forstakademie zu Münden eingetragen. Und das ist auch der Punkt, wie wir auf die ganzen Frauen gestoßen sind, weil jemandem ist aufgefallen, dass in diesem Album mehrere Frauennamen in der Zeit eingetragen sind. Bis 1946 hatten sich dann 32 Frauen insgesamt in dieses Album eingetragen. Wo kamen diese Frauen her? Diese Frauen kamen aus dem ländlichen Bildungsbürgertum preußischer Forstfamilien oder aus dem Bildungsbürgertum aus Hannover-Schmünden. Und die Ursache, warum die Forst studiert haben, war eigentlich, dass das ein sicherer Studienort war, weit ab von allen Kriegsfronten, dass die höheren Töchter dort eine standesgemäße Ausbildung erhielten, dass das ein bekanntes Terrain war, weil die Väter, die Brüder und Bekannte hatten dort Forst studiert, man kannte sich also.
Die Töchter waren also bestens verwahrt. Für die Hannover-Schmündner Töchter war es natürlich noch ein Vorteil, man konnte von zu Hause aus studieren. Und das Forststudium beinhaltete für die damalige Zeit frauentypische Studiengänge, Biologie und Botanik. Und mit denen hätte man auch nach dem Krieg noch was anfangen können, wenn man nicht geheiratet hätte. So die Idee der Familien, die die Frauen nach Hannover-Schmünden schickten. Und natürlich war die Forstfakultät ein ausgezeichneter Heiratsmarkt. Ja, was sagte denn die Forstfakultät zu den Frauen, die sich einschrieben? Für die war es ein Segen, weil im Krieg waren die Männer an der Front und die Forstfakultät hätte schließen müssen und die Frauen haben die Forstfakultät im Grunde vor der Schließung bewahrt. Außerdem hatten sie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, sodass die Forschung auch weiterlaufen konnte. Also hatte die Forstfakultät überhaupt nichts gegen diese Frauen einzuwenden. Die Frauen selbst hatten zu keinem Zeitpunkt die Idee, nach dem Forststudium in die Forstverwaltung zu gehen. Also die haben nicht im Entferntesten daran gedacht, wirklich berufstätig zu sein und auch das Referendariat zu machen. Das war für die klar, dass das für sie gar nicht in Frage kommt. Und so will es der Zufall, dass aus der Gruppe dieser Frauen die ersten zwei Forstprofessorinnen Deutschlands hervorgegangen sind. Und zwar ist das die Professorin Christiane Folger und die Professorin Gisela Jahn. Vielleicht kennen einige von Ihnen diese zwei Professorinnen noch. Und jetzt haben wir ja noch einen Player, nämlich die Forstverwaltungen. Was sagen die denn zu dem Auftauchen der Forststudentinnen an der Forstfakultät? Eigentlich hätten die gar nichts zu befürchten gehabt, weil der Militärdienst nämlich die Voraussetzung für die Berufstätigkeit im höheren Forstdienst war. Man musste sogar den Nachweis der Tauglichkeit zum Offiziersanwärter vorlegen, sonst wurde man gar nicht genommen im höheren Forstdienst in der Management-Ebene. Aber trotzdem waren die Frauen wohl gefürchtet, wie der Teufel das Weihwasser fürchtet, denn das Reichsforstamt hat sich bemüßigt gefühlt, im Zeitraum von 1942 bis 1944 mit drei Erlassen, die sich Forststudentinnen Erlasse nannten, die Berufstätigkeit von Frauen auf folgende Bereiche zu beschränken. Nämlich auf die forstliche Forschung an den Universitäten und den forstlichen Forschungsanstalten und dann nur ganz, ganz ausnahmsweise auf ja subalterne Hilfstätigkeiten innerhalb von Forstverwaltungen. Also ich lese diesen Abschnitt so nach dem Motto, die Forstverwaltungen haben sich so ein bisschen ein Hintertürchen offen gelassen, dass man die Frauen als Manövriermasse, falls doch mal Männermangel herrschen würde, hätte benutzen können, ohne dass die Frauen daraus einen höheren Anspruch auf eine Berufstätigkeit hätten ableiten können. Aber wie gesagt, diesen ersten Forststudentinnen lag das total fern, jetzt dann irgendwie in einer Forstverwaltung zu arbeiten später. Das wirklich Tragische an der Geschichte ist, dass diese drei Forststudentinnen-Erlasse nach dem Krieg, wo ja auch erstmal eine Phase der Entmilitarisierung kam, also das heißt, der Wehrdienst wäre ja nicht mehr Voraussetzung gewesen, weil auch die Männer keinen Wehrdienst machen durften, wurden diese Erlasse trotzdem sehr lange Zeit, waren die noch rechtsgültig und wurden tatsächlich auch angewandt, wie ich noch zeigen werde. Das war zum Teil bis in die 1970er Jahre der Fall. Kommen wir auf die Zeit nach 1945 und wir befinden uns immer noch im höheren Dienst in der Management-Ebene. Wie lief denn die Ausbildung und die Personalauswahl für den höheren Forstdienst da ab? Also die setzt sich weiterhin zusammen aus dem Studium und dem verwaltungsinternen Teil, dem Praktikum und Referendariat. Das war dann, wenn man beides hatte, war das der berufsqualifizierende Abschluss. Und was sehr kurios ist, ist die betriebene Personalauswahl. Und da kommen wir jetzt gleich wieder auf die Organisationskultur. Es war nämlich so, dass die Personalauswahl vor Studienbeginn erfolgte.
Das heißt, bevor die Kerls überhaupt zum Studieren gegangen sind, wurden sie vom Personalchef ausgewählt für die spätere Tätigkeit in der Landesforstverwaltung. Und dazu wurden Auswahlgespräche geführt. Es wurden sogar ganze Auswahllehrgänge abgehalten, die zum Teil 4 Wochen lang gingen, in der Regel so 2 Wochen lang. Und da wurden die Jungs auf Herz und Nieren getestet und ausgewählt. Wir haben uns natürlich dann gefragt, was waren denn die Kriterien der Personalauswahl? Und das waren intransparente und interpretierbare Kriterien. Das Fachwissen spielte eine untergeordnete Rolle. Ja, wie hätte es auch anders sein können? Die Jungs hatten ja noch nicht studiert. Und die wichtigsten Auswahlkriterien, die wir herauskristallisiert haben in unserer Forschungsarbeit, waren das Geschlecht. Die mussten nämlich Männer sein. Und das Militär spielte hierbei eine sehr große Rolle. Die Herkunft, weil natürlich Forstmeistersöhne bevorzugt wurden. Ganz selbstverständlich, unhinterfragt. Und es gab noch das Kriterium Persönlichkeit. Und was steckt hinter diesem Kriterium Persönlichkeit? Das steckt dahinter die Frage, teilt dieser Kandidat die Werte und Normen unserer Organisation? Und diese Auswahlkriterien dienten zu nichts anderem als zum Erhalt dieses exklusiven Männerbundes. Und die gesamte Auswahlprozedur war im Grunde eine Farce. Die hätten auch sagen können, dich nehme er nicht. Und was auch der Fall war, war, dass nicht nur Frauen aus diesem exklusiven Männerclub ausgeschlossen wurde. Gleiches galt natürlich auch für Menschen aus Großstädten. Denen wurde regelmäßig unterstellt, sie seien zu romantisch veranlagt, was auch immer das heißen soll. Später auch Wehrdienstverweigerer, Menschen mit Migrationshintergrund. Also zu dem Thema, in den Forstverwaltungen gibt es immer noch sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Polizei anguckt, die ja auch Beamtenschaft ist, da ist der Anteil wesentlich höher. Also mir ist kaum eine Person mit Migrationshintergrund in der Forstverwaltung bekannt. Homosexuelle wurden natürlich auch ausgeschlossen und später auch die Naturschützer, und da komme ich dann auch noch drauf. Sprich, Menschen, die nicht diesem konservativen Wertekanon der Forstorganisation entsprachen, wurden systematisch aussortiert. Und was heißt das für eine Organisation? Das heißt, so eine Organisation klont sich selbst. Die haben nämlich immer nur die ausgewählt, die ihrem eigenen Wertekanon entsprochen haben. Und umgekehrt hat es auch eine andersseitige Wirkung auf das Gegenüber, nämlich eine Wirkung der Selbstselektion. Frauen, die merkten, also später dann ab den 70er Jahren, Frauen, die merkten, ich passe da nicht in die Organisation, die haben sich natürlich sehr gut überlegt, will ich mein Berufsleben in einer Organisation verbringen, wo ich im Grunde immer gegen diese Normen und Werte ankämpfen muss. Und das hat dann auch zu einer gewissen Selbstselektion geführt, wo man gesagt hat, nee, den Stress gebe ich mir nicht, suche mir einen anderen Beruf. Ja. Gehen wir weiter in der Forstfrauengeschichte. Wir sind weiterhin schwerpunktmäßig im höheren Dienst. Also nochmal zur Erinnerung, nach 1945 arbeiteten Tausende von Frauen im Wald unter ausbeuterischen Bedingungen bei der Wiederaufforstung. Aber im Bereich des höheren Dienstes zwischen 1945 und 1970 haben wir in unserer Forschungsarbeit nur 16 weitere Forststudentinnen in Westdeutschland gefunden. Also wir haben nur Westdeutschland angeguckt, Ostdeutschland haben wir bei unserer Forschungsarbeit ausgespart, weil das wäre einfach noch ein zu weites Feld gewesen. Wäre aber sehr interessant, das auch nochmal im Detail zu untersuchen. Ja, diese 16 Forststudentinnen studierten zwar, aber die studierten nicht aus eigenem Antrieb. Die studierten unter dem Stichwort Adel verpflichtet. Und was steckte dahinter? Ganz einfach, diese Frauen kamen aus Familien mit Großprivatwaldbesitz. Und da war es Pech, weil nämlich diese Familien keinen männlichen Erben hatten.
Und jetzt mussten die Töchter den geerbten Wald verwalten. Und da war es sinnvoll, dass man denen ein forstliches Studium zukommen ließ. Das heißt, diese Forststudentinnen hatten zum Großteil nicht vor, in die Forstverwaltung zu gehen, sondern die wollten ihren eigenen Wald verwalten. Auch wieder ein praktischer Nebeneffekt beim Forststudium. Der Heiratsmarkt, vielleicht findet man ja einen geeigneten Mann. So die Intention der Familien. Ja, es gab aber auch 2 bis 3 Frauen, die wir gefunden haben, die tatsächlich schon die Intention hatten, wirklich richtig in den Beruf des höheren Forstdienstes einzusteigen. Und diese Frauen wurden ganz selbstverständlich und völlig unreflektiert darauf hingewiesen, dass es diese 3 Forstfrauenerlasse gab und dass eine Tätigkeit, die ja noch immer ihre Gültigkeit hatten, und dass eine Tätigkeit in der Landesforstverwaltung auf gar keinen Fall in Frage kommt. Und es war sogar so, dass 1962 eine Frau ein Praktikum in der Landesforstverwaltung machen wollte, also kein Referendariat und nicht, sondern ein einfaches Praktikum. Und dieses Praktikum wurde vorsorglich mit dem Argument abgelehnt, dass die Frau ja am Ende des Praktikums eventuell irgendwelche Ansprüche ableiten könnte. Und deswegen hat man sie mal vorsorglich das Praktikum nicht machen lassen. Dann kam es zum ersten Wendepunkt in der Forstfrauengeschichte. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1963. Und die Ursache war die, wie ich schon sagte, wurden ja schon vor dem Studium die Männer ausgewählt, die später in der Forstverwaltung gearbeitet hatten. Und es war eben so, dass die ausgewählt wurden, vorm Studium auch ins Referendariat gelassen wurden. Die nicht ausgewählt wurden, die wurden nicht ins Referendariat gelassen. Und dann hat ein Forststudent geklagt und gesagt, die Ausbildung besteht aus Studium und aus verwaltungsinternem Teil, also dem Referendariat. Und erst dann habe ich den berufsqualifizierenden Abschluss und ihr könnt mir das nicht verwehren, egal ob ihr mich später in eure Organisation übernehmt oder nicht. Und er hat eben das vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeklagt und das Bundesverwaltungsgericht hat ihm Recht gegeben. Die haben gesagt, die Zulassungspraxis der Landesforstverwaltung zum Referendariat ist rechtswidrig. Und dann hat das Gericht festgestellt, dass es nachvollziehbare und standardisierte Kriterien braucht für den Zugang zum Referendariat. Und das wären ein Forststudium, ein erfolgreich absolviertes, der Nachweis der körperlichen Forstdiensttauglichkeit und ganz allgemein die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis. Und durch dieses Urteil wurde den Frauen, die ja schon studieren durften, plötzlich auch der Weg zum Referendariat geöffnet. Also die durften plötzlich auch das Referendariat machen. Und diese Erlasse aus dem Dritten Reich hatten keine Wirkung mehr in Bezug aufs Referendariat. Die Personalauswahlpraxis, also vorm Studienbeginn das Personal auszuwählen, blieb davon aber erstmal unberührt von diesem Urteil. Und in der Folge des Urteils gab es 1967 die erste Forstreferendarin in Deutschland. Und das war sehr kurios, weil der oberste Personalchef der niedersächsischen Forstverwaltung hat über ein Gerücht gehört, dass es in Freiburg eine Forststudentin gäbe, die vorhätte, in Niedersachsen das Referendariat zu machen. Was hat dieser Mann getan? Er hat sich bemüßigt gefühlt, nach Freiburg zu reisen, ein 4-Augen-Gespräch mit der Forststudentin zu suchen und ihr darzulegen, dass sie ja schon das Referendariat machen könnte in Niedersachsen. Das könnten sie ihr nicht verwehren, rechtlich gesehen. Aber dass sie niemals, niemals in die Landesforstverwaltung übernommen werden würde. Diese Forststudentin hat sich davon nicht abschrecken lassen. Sie hat das Referendariat angetreten. Und dann kam noch ein Kuriosum. Bevor sie auf diesem zugewiesenen Ausbildungsforstamt angefangen hat, wurde zunächst die Zustimmung der Ehefrau des dortigen Forstamtsleiters eingeholt, dass die Frau
dort ihr Referendariat anfangen konnte. Und das sieht man auch mal wieder, wie die Denke damals war. Leider war es dann so, dass diese erste Referendarin 1968 bereits ihr Referendariat aus nicht forstbezogenen Gründen abgebrochen hat. Das heißt, wir hatten eine erste Forstreferendarin, aber nur für sehr kurze Zeit. Kommen wir in die 1970er Jahre. Da beginnt sich die Forstverwaltung ganz langsam für Frauen zu öffnen. Und ich hatte ja schon angekündigt, das war für alle Ebenen der Fall. Und was markant ist, das fällt zusammen mit dem Zeitpunkt, wo sich die Ausbildung professionalisiert. Zum Beispiel die Ausbildung der Forstwirte und Forstwirtinnen. Oder wo sich die Ausbildung von der verwaltungsinternen Ausbildung, zum Beispiel im gehobenen Dienst, an die Fachhochschulen verlagert. Das heißt, die Forstverwaltungen haben da ein Stück weit die Hoheit über die Ausbildung verloren. Und das hat auch, es bestand dann auch ein Zwang zur Objektivierung der Zulassungskriterien. Also sie konnten nicht mehr so einfach so hopp oder flopp sagen, sondern die mussten ihre Kriterien objektivieren. Und das alles nicht aus eigener Erkenntnis heraus, sondern aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung der Zeit damals. Und das hat dann dazu geführt, dass zu Beginn der 1970er Jahren die ersten beiden Frauen Revierleiterinnen wurden, dass 1973 die erste westdeutsche Waldfacharbeiterin ihren Dienst angetreten hat, dass 1973 die ersten vier Forstbeamtinnen im höheren Forstdienst ihren Dienst antraten und 1984 die ersten vier Frauen die Ausbildung zur Forstwirtin antraten. Ja, war der Einbruch der Frauen in die Männerdomäne Wald ab 1970 denn ein Zufall? Nein, war es nicht, denn der Wandel des Naturverständnisses der Gesellschaft war der Katalysator dafür. Das hört sich jetzt erstmal kurios an. Was meine ich denn damit? Ab den 1970er Jahren kam es zur Ökologiebewegung. Das heißt, die Gesellschaft wendete sich den Themen Naturschutz, Umweltschutz zu und plötzlich kamen externe Akteure auf den Plan, die bei der Forstverwaltung Mitsprache und Mitentscheidungsrecht im Wald einforderten. Und damit diese Definitionshoheit über das Naturverständnis von Waldnatur in Frage stellten der Forstverwaltung. Die Forstverwaltungen waren ja bis dato auf dem Stand, wir wissen am besten, was im Wald zu tun ist. Und das war war das Primat der Ökonomie. Und jetzt kamen plötzlich Anspruchsgruppen auf den Plan, die sagten, nee, das zweifeln wir aber so an. Und da gerieten die Forstverwaltungen erstmals unter öffentlichen Legitimationsdruck. Das heißt, diese Haltung, wir wissen es besser als alle anderen, die wurde in Frage gestellt. Was war die Folge davon? Ein großer Konflikt. Es wurde nämlich ganz stark deutlich, die Diskrepanz zwischen den Werten, Normen und dem Weltbild der Forstpartie und der Gesellschaft. Wie ich vorhin schon sagte, das war ein exklusiver Männerclub mit seinen eigenen Werten und Normen. Und die haben sich immer wieder selbst geklont, selbst reproduziert. Und die gesellschaftliche Entwicklung, die lief nebendran und die lief komplett auseinander zu den Normen und Werten der Forstwelt. Und dann hat es eben in den 70er Jahren geknallt. Genau, und wenn man so in die Geschichte guckt, dann ist zum Beispiel die Waldsterbensdiskussion ein sehr sichtbarer Ausdruck dieses Konfliktes. Und es ist so, bis heute gibt es immer noch zwei Lager. Es gibt diese Forstwirtschaftskoalition, die gegen die Umwelt- und Naturschutzkoalition steht.
Und die hat natürlich heute bei weitem nicht mehr die Ausprägung wie damals. Und natürlich ist es so, dass es bei den Forstkollegen und Kolleginnen Umwelt- und Naturschützer gibt und das alles viel diverser ist. Aber wenn man feine Antennen hat und genau hinguckt und hinhört, dann spürt man das dennoch, dass es immer noch in bestimmten Bereichen bei bestimmten Personen genau diese zwei Lager gibt. Im Grunde ist die Forstverwaltung aber der Verlierer der Definitionshoheit über den Wald und auch zum Beispiel über den Begriff nachhaltige Waldwirtschaft. Und die Folge für die Forstverwaltung von diesem Konflikt oder von dem Ausgang dieses Konfliktes sind sehr bitter, weil es kommt zu Dauerreformen, deren Ausgang eigentlich noch offen ist. Also wir befinden uns aktuell in einem ständigen Reform, in einer ständigen Reformbewegung. Und das ist ein Ausdruck der Zerschlagung dieser männergeprägten, traditionsgeprägten Organisationskultur. Das heißt, die Forstverwaltung muss ihren Platz neu definieren und auch neu finden. Diese Zerschlagung war natürlich sehr positiv im Hinblick auf die Ansprüche der gesellschaftlichen Interessensgruppen, der NGOs, die jetzt auch im Wald mitreden dürfen und auch insbesondere für die Frauen, weil diese gesellschaftspolitische erzwungene Öffnung der Forstverwaltung hat auch dazu geführt, dass das Berufsfeld sich für die Frauen geöffnet hat. Und gleichzeitig hat sich das Berufsfeld aber auch erweitert. Es gibt nämlich jetzt nicht nur in diesem Wald-Naturbereich eben die Forstwirtschaft, sondern es gibt Umwelt, Naturschutz, Ökologie, Waldpädagogik. Und typisch für die ersten Frauen, die Forst studiert haben, ist auch, dass sie sich genau in diesen Feldern auch Nischen für eine Berufstätigkeit gesucht haben. Es bleibt noch ein kleiner Wermutstropfen, denn bis heute hin zeigt sich das traditionelle Selbstverständnis der Forstverwaltung in Bezug auf Forstfrauen immer noch Wirkung. Und es kommt daher, dass diese Öffnung nicht aus der Verwaltung selbst kam, sondern von außen erzwungen wurde. Es hat also keine Selbsteinsicht stattgefunden. Was tatsächlich so ist, ist, dass offene Diskriminierungen nur noch ganz selten stattfinden, dass die sich in den subtilen Bereich verlagert haben und damit auch sehr schwer nachweisbar sind, auch für die einzelne Frau zum Beispiel. Da kann man nicht mehr differenzieren, passiert mir die Diskriminierung aktuell, weil ich eine Frau bin, aufgrund meiner Persönlichkeit oder aufgrund von anderen Faktoren. Also das ist heute, findet es schon noch statt, aber es ist halt, hat sich in den subtilen Bereich verlagert. Und man findet, man kann diese Diskriminierung eigentlich nur noch feststellen, indem man ein größeres Kollektiv anschaut und vergleicht. Ja, da komme ich schon zum Ende meines Vortrags. Im Sinne des Mottos dieser Vortragsreihe, kritische Perspektiven auf die Forstwissenschaft, ist es unsere Aufgabe, die in Teilen noch vorhandenen Muster der traditions- und männergeprägten Organisationskultur zu erkennen, zu überwinden und eine von Austausch und Perspektivenvielfalt geprägte Organisationskultur zu pflegen. Und ich meine, eine offene und gesellschaftsorientierte Organisationskultur in den Forstbereich ist die Grundvoraussetzung für die Lösung der großen Herausforderungen, vor denen die Forstwelt aktuell steht. Und da nenne ich die Stichworte Klimawandel, Ressourcenverbrauch, Landverbrauch und ähnliche Themen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.